Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Dyson Sphere Program. Verdammt, ich habe keine Ahnung, was wir im letzten Part machen wollten. Ich weiß, wir wollten irgendwas bauen, aber ich weiß nicht mehr was. Verdammt. Jo, ich hoffe, man hört den Ventilator im Hintergrund nicht zu sehr, weil es ist einfach viel zu heiß, als das ohne gehen würde. Sorry dafür an dieser Stelle. Und auch, was mir aufgefallen ist, seit die Videos in WQHD sind, brauchen sie viel, viel länger wie nennt YouTube das, vorbereiten? Ich weiß es gar nicht. Verarbeiten. Zum Verarbeiten dauert es einfach viel, viel, viel länger. Und ja, also sorry, falls irgendwie die Videos noch nicht fertig verarbeitet waren oder noch nicht in voller Qualität zur Verfügung standen. Oh je, wir haben hier schon wieder zu viel Öl. Okay, wir haben ein bisschen Öl verbrennen jetzt. Wir haben einfach zu viel. Hilft nichts. Oder wir produzieren mehr Plastik. Das ist auch eine Möglichkeit. Da wollte ich auch was ändern. Es wäre vielleicht besser, das so zu machen. Dann werden wir schauen, dass wir ein bisschen mehr Plastik produzieren. Okay, hier ruhig noch zugreifen ein bisschen. Schön. So, dann gehen wir hier raus. Oh. Erstmal hier drunter durch. Dann hier nach oben. Oh. Shit. So, hier geht es dann schon wieder nach unten, und zwar hier, und dann hier. Oh Mann. Gut. Wir brauchen mehr von... Wow, wir haben einen Haufen Raffinerien. War das, was wir machen wollten? Genau, wir wollten einen Haufen Raffinerien aufbauen, glaube ich, oder? Egal, jetzt kommen erstmal vier weitere chemische Fabriken. So, die brauchen eben nur das Öl und Graphit. Dann setzen wir da hier dran. Viermal. So, das ist auch noch weiter ausbaufähig. Plastik raus. Und das schließen wir uns dann gleich mal hier an. Nein. Okay.
Passt. Kennt man das auch? Noch mehr Plastik. Stacking. Das Öl fließt. Jetzt hier mal ein bisschen verbessern, ein bisschen beschleunigen. Ah, jetzt geht es hier auch schon besser voran. Hier ist der Stau mal aufgehoben. Da ist er leider nach wie vor präsent. Hier gibt es jetzt auch deutlich mehr Plastik für die und es gibt immer noch genügend Plastik für die da oben. Oder genügend, vielleicht nicht, aber something. It's something. Ah, jetzt reicht auf einmal wieder eine Pumpe für Wasser. Hm? Aber produzieren wir doch jetzt hier nonstop. Interesting. Oder wird es hier weniger? Ah, okay, es wird hier wahrscheinlich weniger. Die bekommen hier einfach nur zu wenig Kristalle. Okay. Gut, dann schauen wir jetzt nochmal Raffinerien. Raffinerien würden aber voraussetzen, dass wir genügend Öl haben. Und das Öl ist... Gut, ich weiß nicht, ob es hier mehr oder weniger. Ich weiß nicht, ob der obere Tank schon vorher drauf war. Verdammt. Ich will natürlich nicht, dass wir noch mehr Raffinerien bauen, die wir dann nicht... Ah, nee. Wir wollten Raffinerien bauen, die aus Graphit und Wasserstoff mehr Wasserstoff herstellen, oder? Wir haben ja genügend Öl hier, wie man ja sehen kann. Was brauchen die dafür? Wir brauchen Öl und Wasserstoff und hauen Wasserstoff und Graphit raus. Das heißt, die brauchen in erster Linie Platz. Ja, ich denke mal, so kann es ganz gut sein. Was haben wir da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Machen wir mal. Ah ja, und by the way, neuer PC ist im Grunde fertig. Bin ich gerade erst dabei, in Betrieb zu nehmen, die ganze Software drauf zu spielen, die man halt so braucht. Ja. Mehr kann man leider noch nicht dazu sagen, aber er wird wahrscheinlich bald online sein. Okay, wir lassen von hier den Wasserstoff kommen, ja? Der hier ist für Wasserstoff. So. Wasserstoff geht hinein. Rauskommen. Ah ja, wir brauchen auch noch Öl. Wie lange brauchen die eigentlich dafür? 4 Sekunden, das heißt, wir können das auch mit normalen Förderbändern machen eigentlich. Oder? Wie brauchen die dafür? Ja, das sollte auf jeden Fall gehen. So, dann brauchen wir hier einen Abzweig, der haut Wasserstoff raus, primär, ansonsten geht der Wasserstoff weg, und zwei, ja, je nachdem wie viel die produzieren werden, die werden wahrscheinlich gar nicht so viel produzieren, und wenn, dann können wir später auch noch upgraden.
Wasserstoff. Da hinüber. So. Dann werden wir uns ein bisschen Wasserstoff genehmigen, um das Ganze in Gang zu bringen. Egal, Hauptsache es ist mit Strom versorgt. So. Oh, die hauen ja einiges an Wasserstoff raus, oder? Wasserstoff. Wasserstoff, Wasserstoff, auch Wasserstoff, alles Wasserstoff. Und wir brauchen mal wieder Sorter. Oh. Ich fürchte, das werden zu wenige werden. Fresh. Hä? So, und dann kriegen wir ein Graphit raus. Das heißt, da kann man ein normales Förderband verwenden. Wobei, naja, braucht man eigentlich auch schon das Bessere. Egal. Passt schon so. Ne, das reicht doch mit normalen Förderband, weil wir brauchen ja 4 Sekunden für einen Vorgang und nichts. Eine. Das passt schon. Hallo, komm her da. Hallo, nimmst du den Scheiß jetzt da? Gut. Das hätten wir auch. So, die Frage, was wir mit dem Graphiten machen. Wobei, da hätte ich sogar schon eine Idee. Da müssen wir das Förderband nur in die andere Richtung legen. Und du musst das auch noch loswerden, by the way. Ah, es ging sich doch aus mit der Sorte. Nein. Das bitte verbinden wieder. Danke. So. Schon. Logistics Carrier Engine 2. Drohnen fliegen etwas schneller. Sehr gut. Dahin. Nach unten. So.
Können wir den... Der ist jetzt... Okay, der ist jetzt priorisiert. Das ist einmal gut. So, jetzt brauchen wir nur noch das Öl. Von irgendwo. Da ist er noch ausgegangen. Frei. Können wir da durch? Nee. Können aber hier rundherum. Passt. Strom haben sie. Jetzt muss das ganze Ding nur noch los. Da steht auch schon das Öl an, also kann schon losgehen. So, ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Oh, das einzige... Na, passt schon, oder? Nee, das ist Priorität. So. Genau, das passt schon, passt schon. Und damit sollte das Ding jetzt ein Selbstläufer werden. Der wird jetzt erstmal so viel Wasserstoff aufnehmen, bis er voll ist. Und das wird jedes Mal mehr um 1, ne? Weil er verbraucht jedes Mal 2 und bringt 3, währenddessen hat er aber auch immer Graphit raus. Und irgendwann wird er voll sein und nichts mehr aufnehmen können. Und dann flutscht das einfach durch. Keine Ahnung, wie viel er aufnehmen kann. Ah ja, C. Geht schon weiter zum nächsten. Das produziert er auch und damit geht es auch immer schneller. Das heißt, es steigt dann auch mit exponentieller Geschwindigkeit. Vor allem, weil der nicht jedes Mal zugreifen kann, wahrscheinlich, wenn das zu knapp beieinander ist, die Pakete, dann kommt zudem hier auch was. Und so geht das immer weiter und weiter. Wir werden aber trotzdem hier zugreifen und das dem hier geben. Damit der auch produziert, beziehungsweise das hier und nochmal produzieren. Schon läuft's. Damit sollten wir jetzt dann zumindest auf dem Papier ein bisschen mehr Wasserstoff bekommen. Wobei das Problem, die ist natürlich, die brauchen 4 Sekunden für diesen Vorgang und es kommt immer ein Wasserstoff mehr raus, als sie verbrauchen. Sprich, nachdem wir das 8-mal haben, bekommen wir da wahrscheinlich 2 Wasserstoff pro Sekunde raus, ne? Bei 4 kriegen wir einen Wasserstoff pro Sekunde, ja, bei 8 bekommen wir 2 Wasserstoff pro Sekunde raus. Das ist natürlich jetzt nicht so viel. Also, das Problem ist natürlich, es verbraucht halt Öl unterm Strich. Ne? Es wandelt im Grunde ja, das Öl dann in Graphit um und wir kriegen ein bisschen Wasserstoff dafür. Schauen wir mal, das Öl hat 4,5 Megajoule und Graphit hat 6,75. Das heißt, vom Brennpunkt her, vom Brennwert her, passt das. Das ist auf jeden Fall gut, dass, da kriegen wir mehr Energie. Das heißt, wir sollten vielleicht hier irgendwo ein Kraftwerk hinsetzen, das sich da auch ein bisschen bedient. Wir haben sogar ein Kraftwerk. Dann setzen wir das gleich mal hier hin, was auch dafür sorgt, dass ein bisschen was von dem auch verwendet wird. Energie können wir eh immer brauchen. Momentan haben wir eh, naja, schaut ganz gut aus. 83%ige Auslastung. Schauen wir hier aus. Uns geht auch langsam, aber sicher der Treibstoff aus. So, sagt die Zeit. Okay, der Part ist dann schon zu Ende. Läuft das hier schon? Oh ja!
läuft hier schon relativ gut. Man sieht, also wir sind hier teilweise, werden wir schon voll. Da steht schon an ein bisschen. Solange dauert es nicht mehr, dann sind wir hier ganz voll. Man könnte das Ganze hier nochmal rüberspiegeln. Und da schießen sie wieder schön. Ah ja, das nächste, gut, das schauen wir sich dann im nächsten Part an, Freunde. Aber wir werden weiter an der Dyson-Sphäre arbeiten, hoffe ich. Zumindest werden wir in diese Richtung arbeiten. Ja, ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao!